Die einen mochten es richtig gern, so wie ich. Und mein Bruder zum Beispiel kann es damit jagen. Boah, das ist eklig. Das ist doch gelogen. Nee, ist nicht gelogen. Kann ich mich hinsetzen? Lass uns überraschen. Warum lacht diese Scheiße? Lila oder Weiß, Ausgabe Nummer 3, Spieleredition Nummer 2. Du bist der zweite Spieler nach Omar Traoré, den wir heute zu unserem kleinen, aber feinen Frage-Antwort-Spielchen eingeladen haben. Und du hast gerade schon gesagt, du bist nervös. Timo, wir haben ganz bestimmt nur nette Fragen vorbereitet. Ganz sicher. Das schätze ich euch auch ein. Na klar. Und kurz zu den Regeln. Das ist natürlich immer eine Entweder-Oder-Frage. Das heißt, du musst dich immer für A oder B sozusagen entscheiden. Du hast aber natürlich immer auch die Möglichkeit, ein bisschen zu überlegen. Also wenn dir irgendwann mal eine Antwort schwerfällt, dann darfst du uns auch gerne sagen, warum dir vielleicht eine Antwort schwerfällt und uns ein bisschen an deinen Gedanken teilhaben lassen. Aber am Ende steht eine Entscheidung. Spielregeln verstanden? Okay. Dann legen wir los. Lila oder Weiß? Ist schon die erste, oder? Das ist die erste Frage. Lila. Timo oder Eule? Eule. Mama oder Papa? Zurzeit wegen dem Hausbau viel mit Papa, aber ich war eher ein Mama-Kind. Malte oder Jolina? Boah. Ich mitgerechnet, ja. Meine Schwester wird es mir verzeihen, Malte. Georgsmarienhütte oder Hasbergen? Hasbergen. Hasbergen oder Osterkappeln? Demnächst Hasbergen, aber jetzt noch Osterkappeln, würde ich sagen. Ja. Hasbergen oder Osterkappeln? Was wählst du denn? Was ist denn deine Antwort? Osterkappeln? Ja, noch Osterkappeln. Noch Osterkappeln, okay. Osterkappeln oder Osnabrück? Osnabrück. Osnabrück oder Heidenheim? Osnabrück. Brille oder Kontaktlinsen? Brille. Nudeln oder Pizza? Nudeln. Im Vapiano oder bei Analdo? Analdo. Bier oder Wein? Bier. Espresso oder Latte Macchiato? Espresso. Frühstück oder Abendbrot? Ja, Frühstück. Süß oder salzig? Boah. Ja, dann schon eher salzig, aber ja. Auch bin ich so der Schlickeini, aber dann schon eher salzig, ja. Da habe ich aber anderes gehört, deswegen die nächste Frage. Schokolade oder Weingummifrösche? Oh, ja, okay, die Frösche, die darf man nicht außer Acht lassen, das stimmt. Also loggen wir bei den Weingummifröschen ein? Auf jeden Fall. Gut. Honig oder Marmelade? Honig. Schick essen gehen oder Pommesbude? Schick essen gehen. Sushi oder Schnitzel? Boah, ganz einfach, Schnitzel. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Zum Essen, Zunge oder Rouladen? Definitiv die Zunge. Wie kommt's, da muss ich einmal kurz nachfragen, das ist jetzt nicht unbedingt, erstens nicht unbedingt ein weit verbreitetes Weihnachtsgericht und zweitens ist Zunge, glaube ich, auch jetzt nichts, wo viele Leute sofort sagen würden, Mensch, da steht ganz oben, wo kommt das her? Ja, meine Oma hat damals selbst gemacht, die Zunge gab es immer Weihnachten, ja, die war überragend. Die einen mochten es richtig gern, so wie ich und mein Bruder zum Beispiel kann es damit jagen. Ja, und jetzt, Oma ist leider nicht mehr da, aber gibt es trotzdem noch Weihnachten. Zunge muss sein. So ist es. Kekse oder Kuchen? Boah. Kuchen. Zu Hause, Eule. Staubsaugen oder den Biomüll runterbringen? Ja, Staubsaugen dann noch. Weil? Ja, ich. Du musst würgen, glaube ich, mit der Biomüll schon stehen. Immer beides relativ wenig zu Hause. Freundin nimmt da sehr viel. Ja,
aber dann schon eher Staubsaugen. Echter Malocher oder zwei linke Hände? Definitiv zwei linke Hände. Ordentlich oder chaotisch? Boah, ich bin nicht ordentlich, aber auch lange nicht chaotisch. Dann sage ich ordentlich natürlich. Lieber die Trittleiter hochklettern oder die Karriereleiter? Die Karriereleiter, ich habe Höhenangst. Thema Urlaub. Sommerurlaub oder Winterurlaub? Sommerurlaub. Mallorca oder Mauritius? Mallorca. Aktivurlaub oder am Strand liegen? Definitiv am Strand liegen. Handtuch hinlegen oder spontan Liege suchen? Spontan. Am Tag arbeiten oder an der Frühform arbeiten? Ja, natürlich an der Bräune. Sonnencreme oder Sonnenöl? Ja, die ersten Tage erst Sonnencreme und dann noch ein bisschen mit Öl nachhelfen. Also ich bräune mich schon gerne dann im Urlaub auch. Also Sonnencreme oder Sonnenöl? Nehmen wir Sonnenöl, weil dann haben wir Sonnencreme schon hinter uns. Ne? Wer wird eigentlich brauner? Eule oder Latte? Latte, muss ich ehrlicherweise zugeben, aber ich war, glaube ich, der Einzige. Und mein Vater vielleicht. Auf der Liege, Eule. Buch lesen oder Kicker lesen? Ein Kicker. Wenn schon Mallorca. Krabbenbrötchen oder Paella? Paella. Freizeit, Eule. Film oder Serie? Serie dann schon, ja. Auf dem Sofa oder im Bett? Definitiv Sofa. Olle Use oder schmales Handtuch? Olle Use. Alando oder Bröx? Alando. Schlager oder Black Music? Ja, Schlager schon eher. Aber das andere kann ich auch. Okay, sorry. Konzert oder Musical? Konzert. Markus Krebs oder Markus Merk? Markus Krebs, definitiv. Oktoberfest oder Karneval? Oktoberfest. Lederhose oder Trainingshose? Der Uli wird wahrscheinlich die Lederhose sagen, aber ich dann schon eher die Trainingshose. Fußball ist mein Leben oder Leben geht auch ohne Fußball? Fußball ist mein Leben. Dabei sein ist alles oder spielen, um zu gewinnen? Spielen, um zu gewinnen. Ich muss erst mal überlegen. Privat beim Fußball schauen. Lieber Kreisliga oder lieber Bundesliga? Ja, Bundesliga schaut man eigentlich automatisch irgendwie um 15.30 Uhr. Aber wenn Kumpels in der Kreisliga spielen und eine schöne Bratwurst, dann hat das auch was. Aber ich sag trotzdem eher Bundesliga. Roland Tvirdi oder Joe Enox? Boah. Das ist eklig. Beiden viel, sehr viel zu verdanken. Mit Roland jetzt natürlich wegen dem Hausbau viel zu tun. Roland Tvirdi. Preußen Münster oder Arminia Bielefeld? Arminia. Erster FC Heidenheim oder VfL Osnabrück? Ja, VfL Osnabrück. Auch wenn es super schöne 7 Jahre waren. VfL. Frank Schmidt oder Pele Wollitz? Frank Schmidt, 7 Jahre haben wir es zusammen ausgehalten. Das ist eine lange Zeit. Pele, die 1,5 Jahre waren auch geil hier. Muss man ehrlicherweise sagen. Leider nicht gekrönt vom Aufstieg, aber Frank Schmidt. Manuel Henk oder Mario Richter? Oh. Mario Richter. Manu, sei mir nicht böse, falls du siehst. Heimsieg oder Auswärtssieg? Ich finde, ja, Heimsiege sind halt mit den Fans, Auswärtssiege ist halt geil, wenn es lange Fahrten sind, 5-6 Stunden im Bus, das hat auch was nach dem Sieg. Heimsieg.
Flutlicht oder Sonnenschein? Definitiv Flutlicht. Aufstieg in die zweite Bundesliga oder Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga? Das eine schließt das andere natürlich mit ein, dann sagen wir natürlich Klassenerhalt. Viererkette oder Fünferkette? Viererkette. Ball ablaufen oder Grätsche auspacken? Grätsche auspacken. Gegentor oder Notbremse? Notbremse. Ist in der 88. ne? Natürlich. Frustfaul oder kühler Kopf? Hab noch nie rot gesehen, deswegen kühler Kopf eigentlich schon. Ja, ist manchmal auch nicht, aber häufiger kühler Kopf als Frust. Lieber gegen Mölders oder gegen Scheffler? Boah, lieber gegen Mölders. Zweikampf gegen Chance oder gegen Sese? Boah, habe ich bei beiden keine Chance. Sese. Magenta oder Sky? Sky. Nemanja Vidic oder Paolo Maldini? Vidic. Lackschuh oder Adilette? Adilette. Zur Regeneration. Saunalandschaft oder Kältekammer? Sauna. Doppelbett oder Einzelbett? Doppelbett oder Einzelbett? Meinst du das jetzt? Naja, das ist eine Frage auch der Größe. Was kriegt man vielleicht auf einer Auswärtsfahrt? Was braucht man vielleicht? Doppelbett oder Einzelbett, Eule? Dann nehmen wir ein Einzelbett. Ja, unser Teammanager hat uns da so ein bisschen was gesteckt. Ja, vom Hasi wahrscheinlich. Ja, richtig. Der kann ja nicht alleine schlafen. Ja, Hasi braucht ein Doppelbett mit dir, oder? Der braucht ein Doppelbett. Der schiebt jemand zusammen, wenn wir reinkommen. Jetzt gerade ist er leider verletzt. Aber ich hoffe natürlich so schnell wie möglich, dass wir da wieder zusammen nächtigen. Kuscheln können. Dann können wir wieder richtig kuscheln, ja. Wunderbar. Öse der Kirmes oder Heidepark Soltau? Ja, ich bin halt echt ein Schisser so in dieser Hinsicht. Dann sagen wir Öse der Kirmes, da gibt's, kann man ein bisschen was schnabulieren. Kann man im Heidepark wahrscheinlich auch, aber man muss nicht so weit fahren. Achterbahn oder Karussell? Karussell. Schnell oder langsam? Schnell ist okay, aber nicht hoch. Ne? Okay, also schnell oder langsam? Schnell. VW oder Mercedes? Mercedes. Gaming-PC oder Konsole? Konsole. Mario Kart oder FIFA? Mario Kart. Gegen Latte oder gegen Robin? Boah, sind beide zu schlecht für mich. Lieber gegen Latte, der ärgert sich nur einen Ticken mehr. Und dann mit Cooper oder mit Donkey Kong fahren? Cooper, ne? Regenbogenboulevard oder Wario-Abfahrt? Wario-Abfahrt. Doppelkopf oder Poker? Doppelkopf. Mit Einsatz oder ohne? Mit Einsatz. Sophia Tomalla oder Helene Fischer? Helene Fischer. Das ist doch gelogen. Nee, ist nicht gelogen. Okay. Unsichtbar sein oder fliegen können? Unsichtbar sein oder fliegen können? Das ist eigentlich die Frage aller Fragen. Fliegen. Dankeschön. Damit hast du in meinem Sinne geantwortet. Eule, das war die dritte Ausgabe, lila oder weiß, mit unserem Innenverteidiger Timo Eule Beermann. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mein Lieber. Ich hoffe, dir auch. Mir auch, ja. Und dann kannst du den Mitspielern im Team schon berichten, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und eigentlich niemand großartig Angst haben braucht, wenn er dann zu uns kommt, zum Kreuzverhör. Perfekt. Danke dir. Gerne. Hallo, liebe VfL-Fans. Lasst doch bitte ein Like da und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Channel.